Alter, das klingt schon richtig fest. Da ist ein Sandrutter gefallen. Oh mein Gott. You and me are bored of regularities. Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi. Okay, hi. In diesem Video heute habe ich mir gedacht, werde ich das Dümmste machen, was es auf YouTube, glaube ich, gibt. Und zwar habe ich mir Sekundenkleber gekauft. Hier, Sekundenkleber. Ah ja, by the way, bevor ich es vergesse, ich mache gerade noch einen Livestream. Ein Livestream hier auf Musical.ly. Also, falls ihr mir auch mal live zuschauen wollt, Musical.ly, Niklas Bolz V. Wir waren auf jeden Fall bei Sekundenkleber stehen geblieben und ihr wisst, was es heißt. Niklas und Sekundenkleber. Das kann nicht gut enden. Das kann nicht gut enden. Okay, und zwar ich... Oh Gott. Ich möchte mir Sekundenkleber auf die Hände machen. Die ganzen drei Schachteln, ganz viel. Und dann an die Backe. Ich würde einfach mal sagen, wir labern gar nicht so lange und legen auch schon direkt los mit dem Video. Let's go! Wir machen die erste Schachtel, by the way. Oh my... Oh ja, okay, das wird niemals... Guck mal, das... Es ist schon echt krank. Da steht drauf, mach das nicht auf die Hände und nicht für kleine Kinder. Das soll heißen, nicht für Niklasse. Nicht für kleine Niklasse. Josh vor, so, ich reiß meine Haut danach so ab. Okay, ich würde einfach sagen, das reicht, oder? Reicht das? Ja, das denke ich, bevor das noch festgeht. Ich mach's jetzt einfach an meine Backe. Okay, ich spüre es schon. Oh fuck, ich hab's getan. Nein. Ah! Fuck, Alter, das geht schon richtig fest. Warte. Alter, Leute. Wie kann man so... Guck dir das mal an. Oh, ich krieg das nicht mehr ab, Alter. Für die, die denken, das wäre fake, by the way, hier schaut euch das mal an, Sekundenkleber. Also das ist wirklich Sekundenkleber. Und ich bin nicht so hobbylos und fake meine Videos. Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir warten jetzt ganz kurz. Und wenn es da wirklich fest ist, dann werde ich mich nochmal kurz hier melden. Und ich bin... Digga, das ist einfach in Sekunden festgeklebt. Na gut, heißt nicht umsonst Sekundenkleber. Okay, ihr seht es. Alter, das sieht... Wow. Oh mein Gott! Ich würde einfach mal sagen, ich hau jetzt einen Speed-Modus rein und dann seht ihr, was ich jetzt mit dieser Hand so versuche zu machen. Wahrscheinlich werde ich jetzt versuchen, Hausaufgaben zu machen. Let's go zu meinem Zimmer. Leute, ich werde fürs Erste erstmal die Vokabeln abschreiben. Das sollte eigentlich ganz easy gehen, so. Weil dann kann ich hier so meine Dings ablehnen. Ja, jetzt seht ihr erstmal im Zeitraffer, wie ich meine Vokabeln abschreibe. Nice. Leute, ich habe es jetzt geschafft, die SD-Karte zu wechseln. Also für die, die es nicht gecheckt haben, gerade eben ist meine SD-Karte vollgegangen. 128 GB SD-Karte. Ich bin immer noch am Livestreamen, aber ich habe mich jetzt entschieden, zum Edeka zu gehen, mit euch, mit der Kamera. Und ja, den Livestream lasse ich einfach an. Hier ist es gerade bei mir 18 Uhr. Das bedeutet, eine Stunde habe ich den Sekundenkleber schon drauf. Leute, ich gehe jetzt zum Edeka. Wir sehen uns später. Und ja, ihr dürft jetzt mitkommen, wie ich zum Edeka gehe und dann schauen wir mal, was die Leute sich denken. Erstens, wenn ich mit einer Kamera da reingehe. Zweitens, wenn ich so reingehe. Alter, das ist mies. Okay. Leute, ich wollte euch hier noch kurz zeigen, dass das hier leider schon ein bisschen abgeht, also zumindest meine Hand. Aber an meiner Haut ist das fest, hier ist es auch noch fest. Nur da ist es leider schon ein bisschen abgegangen. Ihr seht hier richtig den Sekundenkleber, das ist mies. Ich wollte, dass das länger dran bleibt. Egal, wir werden das, wie gesagt, jetzt den ganzen Tag dran lassen, bis ich schlafen gehe wahrscheinlich. Hier ist es noch fest. Egal, ich werde euch jetzt so mitnehmen. Ich habe hier diesen Kuli. Das ist so ein Kamerakuli und mit dem werde ich aufnehmen, weil ich möchte nicht mit so einer großen Kamera in den Laden und mit einer Hand. Das ist halt einfach nur gefährlich. Und da müsst ihr mich jetzt auch einfach nur ein bisschen verstehen. Ich hoffe trotzdem, dass man das von der Qualität ein bisschen erkennen kann. Hören geht wahrscheinlich extrem schlecht, aber das werden wir schon ein bisschen hinkriegen, okay? Leute, Schuhe anziehen ging noch klar, aber wie soll ich den fucking Geldbeutel hier reinkriegen? Das geht nicht. Ich schwöre, ich versuche das schon die ganze Zeit, Mann. Das geht einfach nicht. Digga. Fuck, da ist ein Cent runtergefallen. Geh da doch endlich rein, Mann. Digga, wie werde ich mich dann im Laden anstellen? Oh Gott, das wird so peinlich sein. Ja. Oh mein Gott. Okay, jetzt schalte ich auf Kuli, Kamera um. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos.
planning out all of my next moves to expose. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So Leute, ich war, wie man hoffentlich an der kleinen Kamera erkennen konnte, beim Edeka und ja, die Leute haben mich angeguckt wie noch was. Die Kassiererin hat, glaube ich, noch irgendwas gesagt. Da ich ehrlich zu euch bin, das Ding ist gerade abgegangen. Also ich bin heimgekommen und dann ist es einfach abgegangen. Ich habe es aber jetzt gerade ein neues Sekundenkleber drauf gemacht und ich habe den alten Sekundenkleber auch noch drauf gelassen. Es brennt jetzt halt noch viel mehr als vorher, weil ich hätte das nicht machen dürfen. Ich glaube, das war jetzt nur so 10 Sekunden weg. Wir haben jetzt 18.47 Uhr, also fast 19 Uhr. Ich denke, ich werde es um 20 Uhr abmachen, also um circa 20 Uhr werde ich abmachen. Ich habe es aber geschafft, Margarine zu holen, auch wenn es extrem schwer war, also ohne Scheiß mit einer Hand irgendwas zu machen. Es war eines, also es war erstens peinlich, weil die Leute mich angeguckt haben und zweitens mit einer Hand Fahrrad fahren. Ich denke, das ist verdammt gefährlich, das ist extremst gefährlich. Ich habe mir gedacht, dass ich versuche, jetzt mit einer Hand Liegestütze zu machen. Ja, ich wollte mir einfach noch zum Gründen Abschluss eine Aufgabe machen, das jetzt einfach mal 5 Liegestütze machen. Und ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Der Stream ist jetzt gerade im anderen Zimmer, das heißt, die gucken nicht zu. Das seht jetzt gerade also nur ihr in diesem Video. Yeah, ich wünsche euch viel Spaß. Okay, oh no, ich habe gar keine Kraft mehr, Alter. 5 Liegestütze, kommt schon, das schaffe ich. Warte, ich mach das so, das ist... Dieser Kleber hat sich gerade verrutscht. Okay, Leute, es ist, glaube ich, bei mir gerade circa 19.40 Uhr. In 20 Minuten werde ich den Knack abdrehen, abmachen. Es geht bei mir auch schon ein bisschen automatisch ab. Und irgendwie ist es hier extrem verklebt und es brennt so verdammt. Also wenn ich irgendwie ziehe, brennt das einfach. Ich will gar nicht wissen, wie das beim Abmachen ist. Ich würde einfach mal sagen, ich werde jetzt einen kleinen Cut reinhauen. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, dass ich diesen Sekundenkleber abmache. Welcher Mensch macht sich eigentlich freiwillig Sekundenkleber auf? Hab ich schon mal jemand, der das freiwillig gemacht hat? Ich glaube, ich bin der Erste. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Oh mein Gott. Okay, Leute, es ist bei mir jetzt 20 Uhr. Das Ding ist, ich kann es euch leider nicht beweisen, dass es 20 Uhr ist. Wartet mal ganz kurz. Chillt kurz. Okay, Leute, ich habe ganz kurz mein Handy genommen. Ja, ich streame immer noch live. Nur die Leute sehen das jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist 20 Uhr. Es ist sogar genau 20 Uhr. Lol, das war eigentlich geraten, aber mein Zeitgefühl hat mir gesagt, dass es 20 Uhr ist. Gut, ihr habt es hoffentlich gesehen. Wenn nicht, dann müssen wir jetzt einfach vertrauen. Ich will jetzt einfach mal sagen, ich mache diesen Dreck jetzt hier ab. Ich hatte es jetzt seit 17 Uhr, das bedeutet 3 Stunden circa. Okay, so lang ist das nicht, aber für mich ist es halt schon, es ist schon mies. Außerdem, es bringt nichts, wenn ich das jetzt noch irgendwie den Schlaf über gemacht hätte. Ich habe hier die Margarine, ich probiere es aber erstmal ohne Margarine abzumachen. Oh mein Gott, okay, das schmerzt. Ha! Alter! Alter, Ärzte, Alter! Oh mein Gott! Soll ich einfach ziehen, Leute? Ich mach das jetzt ohne Margarine. Scheiß mal drauf. Scheiß mal drauf! Ich glaube, das blutet, oder? Blutet das? Ey, keine Ahnung. Da unten! Geh ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war an meiner fucking Haut. Die ganze Zeit. Ich muss es noch irgendwie von der Hand wegkriegen. Okay, geht eigentlich ganz leicht. Okay, nicht anfassen. Wow. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und falls ihr nochmal einen zweiten Teil davon sehen wollt, wie ich noch ein neues Experiment mache. Jetzt nicht mit Sekundenkleber, das war ja jetzt schon. Das haben wir jetzt einmal gemacht, zum Ausprobieren, wie das ist. Okay, es war krank und war sinnlos. Und ich sehe aus wie so ein Zombie, der gerade abgebissen wurde. Okay, aber ihr habt gehört, falls euch das Video gefallen hat und ihr nochmal ein Experiment von mir sehen wollt, mit etwas anderem, keine Ahnung, was ich mir wieder einfallen lasse. Ihr kennt mich, ich lasse mir irgendwelche sinnlosen Sachen einfallen. Dankeschön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, das Video zu schauen. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Oh mein Gott.